Moin Freunde, zu einer weiteren Runde League of Legends. Ach komm, holst mal Caitlyn raus, Caitlyn Botlane. Ja, wir sind gerade im Unranked-Bereich noch, weil neuer Account so und hab mir gedacht, komm. Du hast der andere Account so viel geübt, ne? Du hast so von übelst alles vermasselt. Ach komm, aus hier was raus. Auf den kleinen Account, so, jetzt sind wir hier gerade Level 26 sind wir gerade mit denen hier. Und ja, versuchen gerade unsere Rolle wirklich zu finden. So Jungle, ADC, Sub oder Toplaner. Bisher muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt für Permanent Jungler. Nur ich weiß nicht, wie man da so spielen kann wirklich. Das ist mein Problem nur. Und na, ich überlege, ob ich Heka, Amumu. Ey, ich brauche eine andere Alternative, wisst ihr? Und die Frage ist, was zur Hölle nehme ich da? Es gibt ja mehr, die du nehmen kannst. Bei ADC, ich weiß nicht. Hier ist Kayten. Ist jetzt nicht ganz so was, was ich unbedingt so am besten kann. Und ich weiß nicht, wie er spielen soll immer. Bei Caitlyn ist er an sich ein relativ solider Farm scheinbar. Also von Reichweite her ist um und dran. Du denkst auch so, ja Mann, du hast hier die nächsten Cojones im Land. Aber dann kriegst du schnell auf den Sack, weil ist nur Autotech, ne? Mir ist nicht angesagt bei ihr. Und dann passiert halt sowas. Wo du denkst, ey yo, hier ist nichts mit Farmen mehr. Hey, im Farmen sind wir echt ein bisschen dolle bad, würde ich sagen. Wir haben überlegt, Jungle, ich weiß nicht, wie ich alles spielen kann da. So richtig. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen wieder auf Faker, Amumu. Oh mein Gott. Na, mein Freund. Schön. Oh, es war gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht, würde ich wirklich sagen. Das war sich voll in Ordnung. Nur, ja, ich weiß nicht. Allgemein dieses. Ich glaube, das ist nicht ganz alles so für mich. Ich weiß nicht, ob man jetzt so. Ah, schade. Okay, ist ein bisschen Dump. Ist ein bisschen dolle Dump. Es hätte klappen können. Es hätte klappen können, muss ich dazu sagen. Aber hat's halt leider nicht. Heilige Mutter Teresa, da ging mir aber einer ab, ey. Da ging alles rein und raus. Ne, aber ich denke mal, wir müssen den schaue ich leider noch nicht hier, kann ich auch mal gerne, wie ihr spielt. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie er so synergiert, ne? Muss auch dazu sagen. Oder Harmonie, besser gesagt, mit den ganzen neuen Items. Okay, was heißt neuen Items? Wirklich neu sind jetzt auch nicht. Aber halt so ein bisschen. Okay, was heißt neu? Gibt hier diesen schönen Helm? Du erstmal gefühlt 10 Millionen HP dazu bekommst. Und zwar zu Ende, kleiner. Ja, frech, sagst du. Okay, wir werden gebabysittet. Wir werden übelst hart gebabysittet von dem Herr Sharko. Aber wir denken uns so, nee, nicht mit uns, mein Freund. Das ist Warwick. Warwick ist unser Freund. So, wer läuft zuerst in den Falle, ne? Wer du in unser? Oder wir in deiner? Okay. Das war schon mal gar nicht so schlecht, wie man denkt. Oh. Okay, ist aber schlecht. Müssen aufpassen, weil wenn wir sie eh machen, dann ja, ich weiß nicht. Braum wehrt leider zu viel ab, der kleine Dicke.
Wahrscheinlich drauf. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Vor allem, ich hab da vorne eine Runde Vega gespielt, eine Vega Support, ne? Das war aber nicht ganz so geil. Erstens hier vorhin geflamed ist und geht nicht mehr. Wir hatten als Support ja als AC. Als AC hatten wir eine Ashe, aber gegen Varus. Gegen Varus und Burt. Können wir es hören? Oh, können wir es hören? Okay, würde ich es hören. Wir haben keinen hier gehabt, wir haben keinen hier gehabt. Das war das Problem. Victor ist auch da, ja? Jetzt früher runterkommen soll eventuell. Man kann es nicht sagen, gehen. Passiert halt. Hab einen Kill bekommen. Braum hat einen Kill bekommen. Ich hab keinen Mana, mein Freund. Ich hab keinen Mana. Botlane ist weg, Botlane ist weg. Nehmen wir auch noch die Medium Wave und dann gehen wir schnell hoch. Wir haben kein Maß für den. Die Ulti eventuell. Die machen Drake, die machen Drake, die machen Drake, die machen Drake. Okay, noch nicht. Oh, er geht so, Victor. Fuck you. Noob, noob, ich hasse dich. Brenn in der Hölle und so weiter, weißt du? Das ist halt dieses. Ich weiß nicht. Das ist halt dieses typische, ja, ich bin hier. Ich bin ein kleiner Boy, der später im Rank, so in der einen Rank Games ein bisschen so Gold wird und so weiter. Hab den dicksten Johannes. Übrigens, ey, wer ist Johannes eigentlich, ne? Ja, 3 Käse, das ist mir 3 Käse. Nee, aber. Okay, es geht jetzt weg gleich. Wir haben 2200 Gold. Wir haben uns erstmal KDU komplett. Und ein Trank muss ausreichen eigentlich. Hoffen wir mal. KDU, weil, ja, KDU ist halt klar wegen Crit. Ich denke mal, wir gehen auf Crit, also allgemein Crit und Damage, klar. Aber zuerst auf KDU, dann gefolgt von, oh mein Gott, Lulu. Bist du mit weggegangen gewesen? Damit hast du mir nicht geholfen und die anderen auch nicht. Ganz im Gegenteil eigentlich. Wallet. Ja, wardet normale, wardet. Gerade Victor, mit 2 Wards, wo ich auch denke, was? So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die sind. Entweder sind sie da im Busch, okay. Braum ist mit einem Busch und Jinx läuft da irgendwo rum. Genau, das ist Jinx. Braum ist da. Schöner Schild. Schöne W. Okay. Ich weiß nicht, Jinx. Wie ist denn jetzt Matchmaking so? Jinx gegen Caitlyn? Das würde mich interessieren. Normalerweise. Brauchen wir mal einen Firedrake. Den Firedrake brauchen wir ganz sicher. Weil sonst sieht's. Er ist schon der beste Drake, würde ich damit sagen. Mit Mount Drake. Er streiten sich halt den Platz 1 wie ne? So. Warwick braucht Hilfe, ist kein Ding. Der wird hier. Da mal eine kleine Falle rein.
It's a trap. It's a trap! Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Okay, damit haben wir nicht gerechnet. Ja, wir haben keine Wards. Victor hat keine scheiß Wards. Also, okay, okay. Vielleicht eventuell. Aber trotzdem. Haben wir einen Drake bekommen? Ja, wir haben diesen Drake bekommen. Dafür haben wir 3 Tore kassiert. Der Jump gegen den von Warwick. Jinx hat bestimmt Kill bekommen, ja. Pff, Braum 3 ist es. Ja, Braum ist ja ist eine völlig Nebensache, ne? Aber Jinx. Holy moly moly doly, ja. Punke, punke. So, wo kommt Lulu hier mit mir? Da kommen wir Hand in Hand. Ah, ja. Oh. Tschüss. Ja, die Ulti war echt geil. Aber es war perfekt zum Escape eigentlich, ne? Kann man sogar geplant betrachten, wenn es wirklich geplant war. Wie viel Farm haben wir eigentlich? Wir sind vor Jinx mit Farm. Das ist an sich gar nicht mal schlecht. Ich muss hier mal die ganzen AC-Rolle ein bisschen zurechtfinden. Bevor wir irgendwas Großartiges starten. Ich glaube, in Einwand-Games werde ich nur so Jungle-mäßig spielen, am Start sein. Aber ich werde das Serious spielen, nicht so wie letztes ein bisschen in den ganzen Ranked-Games ein bisschen rumprobieren. Da ich nur so schlechte Rank war, ach komm ey. Weil vorher jetzt 10.000 Mal Rank spielst, ne? Brauchst lieber ein raus und spielst so richtig. Schön. So. Müssen wir nur gucken jetzt, dass mal irgendwann Jinx in der Falle läuft. Da vorne ist unsere Trap. Jinx ist weg, die ganze Botlane ist weg. Jetzt reinlaufen, Baum, okay. Baum killt die Fallen gerade. Schöner Sack. Wie gerade sind wir durch Level 26 wirklich gerade. Und ja. Haben sie dolle weit oben. Dolle. Hoppala. Wo ist Chaco? Okay, warte. Der hat die Sessen und zwar richtig fett. So, wo ist die Besharko hin? Oh, oh, oh. Junge, was machst du? Bleib mal ruhig, schon mal erleben ein bisschen. Okay. Jinx, Nooper, stirb, weißt du? Das ist typisch unranked. Ist halt so. Sieh, dass er ein Problem hat. Okay, versucht zu helfen, aber was nicht ging weiter, es geht halt nicht. Was am Ende.
Unsere Botlane wird fit, wenn sie weitermachen. Das ist gar nicht gut. Fällt mir persönlich gar nicht. Auch schon wieder Talia, Alter. Wie steht in Talia eigentlich? 1-1-3. Victor ist da oben, aber wir haben keinen Mana. Oh, schade, kein Assist hier bekommen. Hätte es natürlich schon ein bisschen was gebracht, ein Assist. Oh. Der Warwick zockt da ganz schön rein, ne? Ich sag, ernsthaft. Das ist in meinen Augen echt ein bisschen doll rein. Wir müssen jetzt langsam mal weggehen, weil 1000 Wort Gold ist für. Oh, Kalibur reicht locker. Ich überlege mir, ob wir danach direkt auf Schuhe gehen oder erstmal auf. Wisst ihr, ich meine. Ja, aber er fehlt. So. Ich weiß nicht, kommt man zuerst Schuhe? Ja, komm. Erst Schuhe, dann gehen wir direkt hier rauf. Gehen wir auf die Fire Cannon und nach der Fire Cannon gehen wir auf. Was gehen wir noch? Runet? Hier ist ja Runet, oder? Wenn Wave Clear ist, ist einfach schlecht. Mein Crit ist ja eh bei Caitlyn ganz weit oben, so high-top-mäßig Glasbäume am Steigen. Dann können wir irgendwas machen. Wo rennt sie lang? Die rennt mal unten lang. So, die Frage, ob jetzt. Nicht drauf, okay. Einfach gesessen. Oh oh. Oh 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 oh. Nicht fighten, nicht fighten, nicht fighten. Muss ich fighten. Ist eine ganz starke Unterzahl. Wir haben keine Wards da. Du triffst es nicht mehr, Freund. Du triffst es nicht. Puh, puh, puh. Das ist schon eine harte Nummer jetzt, so. Wir müssen an sich kein typisches Unranked-Game, ne? Weil man beachte hier erstmal die Kills, ne? Wie wenig gefallen sind. Ja, müssen wir fallen lassen, das geht's nicht. Ah, das geht's mir echt nicht. Kannst du den fallen zu lassen. Wo ist Pickwort? Das Gold geben wir ihr. Okay, ist ein ganz großes Problem. Ist ein ganz großes Problem. So, komm, können wir wegheilen irgendwie? Wir haben leider keinen hier. In 3 Sekunden aber hier, ihr habt das Problem. Wir haben immer kein Mana, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Immer mehr. Ich glaube, die Sense wäre gar nicht mehr so schlecht, ne? Ich glaube wirklich, die Sense wäre wirklich schlecht. Nur gucken, dass sie jetzt wirklich fett wird, weil Jinx, das ist ja ein Problem. Ganz, ganz groß für unser Team. Eine fette Jinx will ich keinen haben. Gegner-Team. Also ich muss das ein bisschen kaputt. Fetten AC zu haben, Gegner-Team. Wir müssen jetzt so gucken, ein bisschen wegen Gold. Weil das Gold brauchen wir ja klar.
Aber wie sieht denn von Killverteilung aus? Jax hat die meisten und Farm ist Jax auch gerne. Oh, der Shark mit 20 Farm ist. Was ist los mit ihm? So, können wir uns erstmal hier mit Alpha das Gefecht holen. So ein ich es mal. Und ganz viel Crit, brauch ganz viel Crit. Desto mehr Crit, desto mehr Schaden. Ganz einfach. Das ist ja wie bei Caitlyn hier. Fügen. Ja, genau. Genau, wir wissen jetzt, was bei Caitlyn ist. Der Crit ist natürlich für Schaden mit zuständig bei Caitlyn. Ist ganz klar. Aber ich fühle mich eher wirklich gesagt in der Jungler-Rolle ein bisschen wohler. Oh, komm erstmal. Haben wir dazu beitragen gerade? Okay, die fighten erstmal wie bekloppt. Hier unten ist der Tower. Hoppala. War jetzt nicht unbedingt so geplant. Was machen wir? Okay, bringt nichts, dann gehen wir zur Verständung. Kann man jetzt. Darf ich mir meinen Tower jetzt nicht holen? Oder der Kill ist eh safe, sag ich mal. Oh oh. Nein, das. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht gespielt. Und das meine ich. Darum fühle ich mich als AC nicht wohl, weil ich dies. Kiten nächstes Mal nicht kann. Und. Nee, klar, man kann es lernen und so weiter, ne? Aber. Ja. Ich fühle mich ja gemeint nicht so wohl in der Rolle. Zumindest, weil Caitlyn ein bisschen unmobil ist, ne? Da fahre ich eher sowas wie. Ich weiß nicht, ob ich es denn geschafft hätte. Ich glaube, mit den Itembild schon hätte ich es geschafft mit Vayne. Nur Vayne ist halt im wie heißt es hier? Allgemein so. Im Early ist Vayne, finde ich, ein bisschen useless. Schwach. Nicht zu gebrauchen. Wir müssen halt gucken jetzt ein bisschen so, auf wie viel Damage wir kommen später. Bei Farm sind wir eigentlich an sich relativ gut dabei. Stat 2-2-1? Ja. Ein bisschen mehr Assistance sein können, ein bisschen mehr Beteiligung, aber ja. Okay, Beteiligung von unter 25%, ne? Bisschen zu sagen. Ist jetzt nicht so das Geld vom All. Da fahren wir wenigstens gar nicht mal schlecht. Und wie gesagt, das hier mit diesen. Ja, wie sag ich es ein bisschen? So, halt vom Fahren her ist voll in Ordnung, aber von den Kills her, von der KD her, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich meine, wir stehen nicht negativ, klar. Das muss dazu sagen. Na, du schon wieder? Komm, komm, komm. Das wird was. Schön. Oh fuck, das ist ein Problem, das ist ein ganz Problem. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Jetzt noch ein ganz, ganz, ganz Problem. Na. Ah. Oh fuck, okay, das ist Warwick, das ist unser Warwick. Port haben wir zum Glück noch. Das ist Cassio. Ein bisschen respektvoll, ehrlich gesagt.
kannst du dir doch ein bisschen doller Respekt. Was brauchen wir als drittes Item? Runans eventuell? Ja, so Mountain Drake, ja, ist eine gute Idee. Mountain Drake ist eine gute Idee. Und jetzt mit Lane abholen. Wenn es klappt, heißt es. Jax muss vorgehen. Okay, brauchen wir nicht mehr helfen. Okay. Ulti hat sich unbedingt sein müssen. Ja, wir machen noch schnell Mini-Wave hier und dann kommen wir auch hin. Ich finde, als AC, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich fühle mich in der Rolle wirklich nicht wohl. Bin ich ganz ehrlich. Bauen wir. Ich will nicht am Ende das so bauen. Ich bin dabei mit Bomben-Blutdürster. Für Runas ist es auch nicht schlecht. Ja komm, wir bauen Runas. Oder Blutdürster? Erstmal Runas und Blutdürster. Damit Crit ein bisschen abgeht. Auf geht's, ab geht's, Crit geht ab. Du bist nicht wach, Crit geht ab. Ich könnte Ghost Rider werden. Aha. So, kommen wir an hier ran. An die Stepped. Ich meine, an sich geht's ja eigentlich für Caitlyn gerade die Runde spielen, ne? Wie gesagt, ich fühle mich noch nicht ganz so wohl. Hoppala. Scheiß Sharko. Oh fuck. Aber nicht abbekommen hier, leider. Lulu! Lulu! Du standst genau an der Bombe und dann hast du uns gekillt. Lulu, du hast mich gekillt. Lulu! Ich wusste, dass Lulu war schon immer scheiße. Lulu ist scheiße, wird auch immer scheiße sein zu uns. Wird uns immer töten. Wird uns immer töten. Aber ich weiß nicht, ob so eine Rolle. Naja, 1, 2, 3, ob wir so eine große Rolle im Game haben gerade. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Weil 4, 3, ich meine, Farm ist ganz easy, ne? Das ist ja voll in Ordnung. 187 geht eigentlich relativ klar. Aber doch, doch, ich weiß nicht, eigentlich. Als Caitlyn, ich meine, die Runde ging ja wirklich in Ordnung, ne? Bis jetzt, bis dato. Aber sonst, schreien sich die Geister. Sharko ist hinten. Ach, der Klick fallen. Das ist so ein bisschen keinen. Ah, schade. Ist das der Klon? Nee. Müsste eigentlich auch mal Botlane gehen, wäre auch nicht schlecht. Komm, Kleber. Den Ward nehmen wir wohl auch schon mit. Na komm. Schön. Das Life auch mal zukommen. Na, geben die Gegner auf. Das ist typisch, komm. Fünf, drei, zwei, Caitlyn.
Wunderbar, Caitlyn Runde ADC, Victory, Victory, Victory. Gewonnen, 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 Chubidu, 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 Chubidu. Nee, ADC, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hole mal Heka und dann heißt es Let's Play Heka Jungle Season 7. Mal schauen, vielleicht kommen wir noch Level 30, ich glaube nicht. Schönes Wetter draußen, nee, ich glaube nicht. Okay, Freunde, das war's mit einer weiteren League of Legends. Für euch hat's gefallen. Ein bisschen AC, Caitlyn, alle weggebombs. Aber okay, Freunde, das war's und ich wünsche euch einen schönen, entspannten, sonnigen Tag. Wir schon mal reingehauen.